Hallo und herzlich willkommen gleich im Wald. Ich dachte mir, es ist ein tolles Wetter, um spazieren zu gehen und ein bisschen zu philosophieren. Und zwar schlicht und ergreifend über die Frage, ob Bushcraft endlich ist, was es ist, also meiner Meinung nach, und also in gewissem Maß natürlich, und was das für Konsequenzen haben könnte. Ja, oder zumindest für viele Leute scheinbar hat. Ja? Und zwar, das Problem ist meiner Meinung nach tatsächlich folgendes, dass wir Bushcraft, ne, das ist ja ein Begriff, der erstens mal aus dem Englischen kommt und mehr oder weniger eben das simple Leben in der Natur beschreibt, wenn man das mal praxisangewandt übersetzen möchte. Klar, es ist Waldhandwerk frei übersetzt, aber wird eben halt doch meistens als ein gewisses einfaches Leben im Walde verstanden. Ne? Dazu gehören natürlich eben auch handwerkliche Tätigkeiten, wie sich einen schönen Stuhl bauen, sich ein Lager, ein Shelter errichten und gegebenenfalls auch kochen, wenn man das dann als handwerklich ansehen möchte. Je nach Variante und je nach Land, in dem Bushcraft betrieben wird, Jagd, Angeln, Fallen stellen, letzteres ja, zu Notsituationen sicher sinnvoll, bin ich aber kein Fan von, wenn man das nur zum persönlichen Vergnügen oder Ähnlichem betreibt. Aber egal, jedenfalls, das sind so die Ideen grundsätzlich dahinter. Wenn ihr hier drauf geklickt habt, werdet ihr wahrscheinlich sowieso wissen, worum es sich bei Bushcraft handelt. So, wenn man jetzt als Deutscher, wohlgemerkt, Bushcraft als Hobby für sich entdecken möchte oder das gerade getan hat und da anfängt jetzt Bushcraften zu lernen, dann gibt es für den Anfang erstmal viel zu tun. Ja? Also zunächst mal muss man in den Wald gehen. Das kann für einen lebenslangen Städter tatsächlich oder einen sehr jungen Menschen, der noch nie im Wald war, erstmal eine gewisse Herausforderung darstellen. Und ja, diese Hürde muss man erstmal überwinden. Da muss man mal in der Lage sein, sich eine Weile im Wald aufzuhalten. Auch das kann für manche Leute schon eine Hürde sein. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Ja, und damit würde ich auch empfehlen, anzufangen. So, und jetzt ist man im Wald. Jetzt ist Bushcraft ja kein Sport in dem Sinne. Das heißt, Bewegung oder körperliche Ertüchtigung steht nicht im Vordergrund. Ist, wenn sie überhaupt stattfindet, dann nur Mittel zum Zweck, um halt dahin zu kommen, wo man Bushcraftet. So, und jetzt kann man sich natürlich kloppen, mit was man da anfängt. Aber zu einem klassischen Bushcraft-Tag, zumindest so wie wir das in Deutschland machen können, gehört im Regelfall erstens ein Lager bauen. Ja, also irgendeinen, nicht einfach nur auf irgendeinem Baumstumpf sitzen und schnitzen, das ist dann Schnitzen. Das ist dann nicht Bushcraft vom Hobby her. Ne? Schnitzen im Wald von mir aus. Und das heißt, man braucht irgendeine Form von Lager. Jetzt ist ein Zelt auch nicht wirklich Bushcraft. Das zählt als Camping. Hat man mal irgendwann in der Bushcraft-Szene, hat sich das so etabliert, dass die meisten Anhänger dieses Hobbys der Meinung sind, ein Zelt sei nicht Bushcraft. Also brauchen wir ein Tarp. Ein Tarp ist ja eine einfache Plane mit ein paar Ösen und die hängen wir uns irgendwie besonders fancy zwischen zwei Bäume oder an diversen Stöcken, die wir in den Boden gesteckt haben, oder wir bauen uns noch ein schönes Gestell und hängen die da drüber oder legen uns einen großen Ast quer über zwei Astgabeln und hängen unser Tarp da drüber, irgendwie sowas in die Richtung. So, das Tarp als solches ist jetzt schon mal was, mit dem man viele, viele Stunden Zeit verbringen kann, weil man ja erstmal lernen muss, wie kann ich so ein Tarp aufspannen? Welche Varianten gibt es da? Was hält besser, was hält schlechter? Was mag ich am liebsten, was mag ich nicht so? Was für unterschiedliche Tarps gibt es da, die ich da haben möchte? Habe ich kein Problem damit, dass mein Tarp aus Nylon ist? Oder muss es aus Baumwolle sein von mir aus oder Segeltuch? Weil ich gerne, wie heißt es so schön, Natural Bushcraft mache. Also nur mit Naturmaterialien und, ja, ich sage jetzt mal eher alter Ausrüstung
unterwegs bin. Alt heißt, also ist nicht alt im Sinne von gebraucht und tatsächlich 100 Jahre alt, sondern eben ohne moderne Kunstmaterialien und eher in Wolle oder in weniger Plastik rumrennend zum Beispiel. Ne? Aber ja, das muss jeder für sich selber wissen. Ich persönlich habe ja kein Problem mit modernen Kunststoffklamotten, aber ja, ist nur eine Variante des Ganzen. So, aber der ganze Tarpaufbaugedöns, das beschäftigt einen jetzt mal eine Weile. So, irgendwann hat man dann alle Varianten, einen Tarp aufzubauen und abzuspannen und so weiter durch und hat wirklich alles gemacht, was man da machen kann, auf legalem Wege. Und Tarps sind übrigens weitgehend eine rechtliche Grauzone, also auch drunter schlafen, weil es halt kein Zelt ist. Wenn man es zu zeltmäßig aufbaut, dann wird es irgendwann juristisch wahrscheinlich ein Zelt. Und das dürfte man dann schon wieder gar nicht mehr. Juristische Knackpunkte kommen hier immer mal wieder zum Tragen. Und die werde ich auch immer mal wieder ansprechen. Aber ja, so weit jetzt erstmal. So, jetzt haben wir also einen Tarp und da können wir drunter sitzen. Das nächste ist, dass zum Bushcraft nach allgemeinem mehrheitsdeutschen Verständnis auch gehört, dass man sich halt eben was Handwerkliches herstellt. Das heißt, wir stellen uns jetzt irgendeinen Hocker aus ein paar Ästen, den wir irgendwie schön zusammengebunden haben. Vielleicht haben wir uns sogar noch eine eigene Sitzfläche genäht, die wir in unseren Holzhocker integrieren können und auch Segeltuch oder sowas in die Richtung und haben jetzt einen schönen Hocker. Super. Ja? Von der Variante mit dem Hocker, irgendwann machen wir uns dann einen Stuhl mit, keine Ahnung, Rückenlehne und Armlehne von mir aus, wenn man da dann nach und nach mehr in Richtung Handwerk, eben auch mehr in Herstellung von Möbeln investieren möchte oder Haushaltsgegenständen, den berühmten Löffelschnitzen und so weiter. Dann brauchen wir vielleicht, wenn wir dann draußen pennen wollen, wollen wir irgendwann mal ein Trapperbett haben. Ein Trapperbett ist in der simpelsten Variante ein paar Äste auf den Boden gelegt, für die Gemütlichkeit eine Isomatte drüber gelegt. Wenn Gemütlichkeit nicht zählt, dann machst du halt ein Moospolster drüber, schmeißt Laub drauf, irgendwelche Zweige von irgendwelchen Nadelbäumen, Voraussetzung, die waren schon vorher tot, oder sind gerade gefällt worden oder sind gerade vom Ast vom Baum gerissen worden oder sonst irgendwie. Aber ja, sowas in die Richtung. So, und jetzt haben wir also wirklich einen fertigen Lagerplatz mit Aufenthaltsmöglichkeit. Jetzt würden wir als nächstes gerne was essen. So, jetzt ist Kochen natürlich so ein Thema. Klar kann man sich ein Butterbrot von daheim mitbringen und das verzehren. Da spricht wenig dagegen. Aber das ist natürlich dann nicht wirklich oder fühlt sich zumindest nicht so an, als wäre das Bushcraft. Also haben wir kein Butterbrot dabei, sondern wir kochen uns irgendwas. Und wenn es zwei Eier in die Pfanne kloppen ist. Ja, und ein bisschen Speck dazu. Und Bohnen. Ja, Bohnen sind das Bushcraftigste überhaupt. Ja, zumindest wenn man bestimmten Leuten glauben kann. Gut, egal. Jedenfalls irgend sowas. Und dafür brauchen wir natürlich eine Hitzequelle. Jetzt ist jede Form von offenem Feuer im Walde in Deutschland schon mal verboten. Ja, jetzt kann man natürlich, wenn man möglichst legal Bushcraft betreiben möchte, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das wollen, weil alles andere hier zu propagieren ist juristisch schon wieder nicht ganz einwandfrei. Also gehen wir mal davon aus, dass wir das wollen. Und das heißt, wir haben irgendwo nebenbei eine legale Feuerstelle, wo nebendran unser Lager ist, meinetwegen. Und da können wir jetzt unser Feuerchen machen und dann machen wir uns die Eier auf dem Feuer. Alternativ machen wir uns die Eier auf irgendeinem Gaskocher, aber auch oder Spirituskocher oder siehe ein sehr langes Video zu sämtlichen Kochertypen von so einem Kerl mit Hut, der das schon häufiger ausführlich erklärt hat und keine neuen Kocher mehr kaufen darf, weil seine Frau sonst streikt. Egal, jedenfalls das ist das Nächste, ja. Und mit der Sache mit dem Kochen kommt natürlich die Sache mit dem Anzünden dessen, worauf man kocht. Nimmt man jetzt einen Kocher aus Gründen der Legalität, er ist besser als Feuer zumindest, oder beziehungsweise wird weniger hart bestraft, verboten wäre eigentlich beides, dann hat sich das mit dem Anzünden erklärt. Ist egal, ne? Ein Kocher anzünden ist nicht weiter schwierig, kann jeder, Wurst.
Aber Feuer machen ist natürlich dann auch ein ganz wesentlicher Aspekt des Bushcraft, dass man dann eben lernt, Feuer zu machen. Jetzt gehen wir einfach davon aus, in einer legalen Feuerstelle, ja, irgendwo im Wald. Gibt es. Gibt es nicht viele, aber gibt es. Auch in Deutschland. So, mal angenommen, das betreiben wir jetzt bis zur Perfektion. Ja, wir brauchen von mir aus, je nach... Ja, eben war es noch so schön trocken. Was soll das jetzt? Das ist, glaube ich, nur Wind. Wir betreiben jetzt also intensivstes Lernen des vernünftigen Feuermachens. Da gibt es zwei Kategorien. Erstens anzünden, zweitens unterhalten. Ich persönlich finde Letzteres wichtiger als Ersteres. Aber wenn man Ersteres sehr, sehr gut hinbekommt, sollte man mit Letzterem auch keine Schwierigkeiten haben. Also die Königsdisziplin ist tatsächlich das Feuermachen mit einfachen Hilfsmitteln. Das kann im Stil von Bushcraft sein, Feuer bohren. Es ist dann die Königsdisziplin. Wer es nochmal übertreiben möchte, macht den Hand Drill. Sprich, man nimmt nicht mal einen Bogen für den Bohrer, um den zu bewegen, sondern macht das Ganze händisch. Ich habe keine zweite Hand, deswegen kann ich es nicht vernünftig vormachen. Und dreht den Stock einfach zwischen den Händen und erzeugt damit Reibung. Und diese Reibung erzeugt Wärme und das erzeugt einen Funken. Und den Rest könnt ihr euch denken. Oder eine Glut eigentlich, kein Funken, egal. Jedenfalls, das ist die Masterklasse. Wenn man das erreicht hat, dann kann man definitiv Feuer machen. Da gibt es dann auch nicht mehr viel, was man darüber hinaus noch über Feuer machen lernen kann. Das heißt, das ist auch wieder endlich. Ne? Tarp aufbauen endlich, Möbel fürs Lager herstellen. Gut, da kann man sich noch kreativ austoben, aber ich würde sagen, ist auch ein Stück weit endlich. Insbesondere, wenn man jetzt nicht Waldbesitzer ist und sich eben auf geltendes Recht berufen muss und wenn man auch nicht gerade zufällig in Alaska wohnt oder irgendwo anders, wo man sehr, sehr, sehr weit weg von anderen Menschen und Gesetzen ist oder es diese Gesetze schlicht und ergreifend gar nicht gibt. Das kann ja auch sein. Ja, aber worauf ich hinaus möchte, klar, jeder Bushcrafter wird irgendwann sein Feuer mit dem Firestyle anzünden. Hä? Mit Streichhölzern anfangen, okay, von mir aus auch mit dem Feuerzeug anfangen, okay, gar kein Problem. Dann probiert man so einen Firestyle aus. Und dann hat man entweder Blut geleckt und möchte mit einfachen Methoden Feuer machen können und sieht da Potenzial für sich selbst, das zu lernen. Oder man hat es halt nicht und Firestyle bleibt dann auch das Komplizierteste, um ein Feuer anzuzünden, was man persönlich jeweils lernen möchte. Ja, das wäre bei mir der Fall. Irgendwann mache ich das mit dem Bohren zwar auch mal, meine bisherigen Versuche sind aber kläglich gescheitert. Daher, ja, mal gucken. Aber irgendwann mal. Gut, ne? Jetzt, wie gesagt, handwerkliches nochmal. Ja, Löffelschnitzen, Gabelschnitzen, komplettes eigenes Kochsortiment schnitzen, Schüssel ausbrennen. Schüssel ausbrennen heißt, du nimmst ein großes Stück Holz, rührst das mit dem Werkzeug ein bisschen ein. Messer, ne, ist das Einfachste. Und brennst es dann aus, indem du kleine Stückchen von Holzkohle aus deinem Lagerfeuer in diese Mulde, die du gerade mit dem Messer ein bisschen ausgearbeitet hast, reinlegst, draufpusten, dann wird das heiß und dann brennt sich die Glut, muss natürlich immer mal wieder neue Glut drauflegen aus dem Lagerfeuer, brennt sich nach und nach in die Schale, das dauert ewig und ja, muss man wollen und muss man können und muss man üben und damit ist man wieder eine ganze Weile beschäftigt. So, und jetzt fassen wir mal zusammen. Wir haben nochmal zusammen, wohlgemerkt. Wir haben jetzt einen Tarp in allen erdenklichen Varianten. Wir können bestenfalls Feuer mit einem Handdrill anzünden. Wir haben Küchenutensilien, alles was nur irgendwie vorstellbar ist, gecraftet. Wir haben einen Stuhl, ein Trapperbett und ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehe ich davon aus, dass wenn wir das alles können, wir auch mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal draußen gepennt haben. Und wenn nicht, dann haben wir das zumindest noch vor. Jetzt machen wir das auch. Jetzt ist draußen schlafen, auch wenn das Internet manchmal was anderes suggeriert, keine besonders große Sache. Und in Deutschland sehr einfach. Ja, da braucht man, abgesehen von wenig Paranoia, also nicht zu viel Paranoia heißt das, nichts. Wirklich nichts. Man darf halt nur nicht in Panik
ausartend Angst bekommen, weil man jetzt gerade im Begriff ist, im Wald zu schlafen und das für sich persönlich als unglaublich große Heldentat ansehen. Ja? Wenn das kein Problem ist, dann ist im Wald pennen. Zumindest jetzt bei dem Level an Ausrüstung und an Luxus und Komfort, was wir jetzt zu diesem Zeitpunkt haben, überhaupt kein Problem mehr. Jetzt gehen wir also davon aus, diese Hürde hat man auch geschafft und das hat man auch ein paar Mal gemacht. So, und irgendwann ist das dann auch nichts Besonderes mehr. Und jetzt kommen wir so langsam zu dem Punkt, wo man sich jetzt schon kreativ anstrengen muss, um sich noch weitere Sachen einfallen zu lassen, die man bushcrafterisch noch tun kann. Ja? Möglichkeit 1, weitere Ausübung handwerklicher Tätigkeiten und man wird zum Meisterschnitzer und Meisterlöffel, Ausbrenner und was auch immer. Ja? Also einfach mehr vom Gleichen. Das kann man selbstverständlich machen, aber eine großartig neue Herausforderung und gigantische Challenge wird da fast nicht mehr auf einen zukommen. Also was Neues, schwierig. Ja, so, dann kann man sagen, okay, jetzt kann ich Bushcraft, jetzt lerne ich noch Survival. Survival heißt, lass die Ausrüstung daheim, hab halt weniger Ausrüstung, weniger bis keine Ausrüstung, je nachdem, im besten Fall wirklich Naked Survival, sozusagen dann die krasseste Variante, dass du mit nix, ja, und je nach Version, das muss ja nun wirklich nicht sein, da hat keiner was von, und ohne Kleidung versuchst eben draußen klarzukommen, ja. Und da kann man sich jetzt dann noch eben Zusatzfähigkeiten aneignen, die sich teilweise mit Bushcraft-Fähigkeiten überschneiden. Sagen wir mal so, ein hervorragender Bushcrafter ist in Sachen Survival auch nicht schlecht. Zumindest die Sache, dass er Feuer machen kann, einen Unterschlupf bauen kann und wahrscheinlich auch einen Unterschlupf bauen kann, wenn er eben kein Tarp zur Verfügung hat, zumindest einen halbwegs brauchbaren Unterschlupf und so weiter und einfach schon Zeit draußen verbracht hat. Ja, man kann, wenn man es jetzt richtig übertreiben möchte, alternativ oder zusätzlich auch einen Jagdschein machen, einen Angelschein machen, das Ganze mit Jagen und Angeln kombinieren. Das kostet Schweinegeld, ja, das muss man sich erstmal leisten können. Erstens einen Jagdschein selber, ich glaube, der ist so bei 3.000 bis 4.000 Euro, ich weiß es nicht mehr genau im Kopf, kosten überall dasselbe. Jede Jagdschule nimmt das gleiche Geld. Ist auch egal, ob man einen Schnellkurs macht, einen langsamen Kurs macht, einen teilweise Online-Kurs macht. Ich glaube, der ist ein Hauch billiger, das könnte sein, aber alles andere kostet dasselbe Geld. Ja, Angeln, ja, wer möchte, selbstverständlich, lässt sich eben da auch ganz gut mit kombinieren. Gerade dann auch mit Angelausflügen im Ausland, wo du dann Bushcraft an irgendeinem See in Schweden beispielsweise machst und gleichzeitig dir noch ein paar Fische fängst und dann einen schönen Urlaub da hast. Ist auch überhaupt nichts dran auszusetzen, ne? Vor allen Dingen, wenn man sich benimmt in Schweden und generell im Ausland, weil der deutsche Tourist, gerade in Schweden, weil wir hier nichts dürfen, in Schweden gerne über die Stränge schlägt und die Schweden den deutschen Touristen gar nicht mal so gerne da haben. Der bringt natürlich Geld mit, aber er benimmt sich auch scheiße. Nicht jeder, selbstverständlich, aber doch einige und scheinbar genug, dass das nicht immer ganz gerne gesehen ist, davon mal abgesehen. Ne? Gut, das sind jetzt noch so weitere Dinge, die man da jetzt in dem Bereich eben noch anhängen kann. Natürlich lernt man im Rahmen seiner Bushcraft-Ausbildung von mir aus noch ein bisschen was über Pflanzen, noch ein bisschen was über Pilze, im besten Fall noch ein bisschen was über Tiere. Abonniert mich und guckt all mein Zeug, weil das ist ganz wichtig, sonst kann man niemals Bushcraften. Braucht man ganz viel Hintergrundwissen. und jetzt kommen wir aber wirklich an den Punkt, wo wir uns jetzt die Frage stellen müssen, ja, jetzt kann ich das alles. Was mache ich jetzt? Und jetzt gibt es zwei Typen von Mensch, würde ich behaupten. Ja, stelle ich einfach mal so in den Raum. Ich weiß es ja nicht, ist ja ein philosophisches Thema. Die einen sagen, ja super, toll, jetzt habe ich viel Zeit und Arbeit investiert und möglicherweise auch Geld, wenn ich zum Beispiel einen Jagdschein gemacht habe, um das alles zu lernen. Und jetzt praktiziere ich das und verbessere mich in Nuancen und stelle mein Tarp 7 Sekunden schneller auf als vor 3 Jahren. Und damit bin ich glücklich und zufrieden. Und mir ging es im Grunde nur darum, wirklich in der Natur zu sein, auf eine einfache Art und Weise. Und ja, da eben eine gute Zeit zu haben und vielleicht, da kenne ich ein paar Beispiele, nachts gut zu schlafen, weil man sonst wo wohnt, wo man nachts eben nicht gut schläft, weil ständig viel zu laut, zum Beispiel. Und man will einfach mal eine wirklich ruhige
Nacht verbringen ohne Oropax. Da wäre dann bei gutem Wetter vorausgesetzt, natürlich, sonst rauscht es im Laub bzw. im Blätterdach, eine Nacht im Wald durchaus empfehlenswert. Im Regelfall ist es da schon ziemlich leise, wenn da gerade nicht der Rehbock nervt oder die Schweinchen kommen und wissen wollen, wer denn da so liegt und ja, so weiter und so fort. Aber im Regelfall doch eher ruhig. Ja, das ist die eine Sorte. Die andere Sorte hat da jetzt eben alles gelernt, was man da lernen kann und stellt dann fest, dass Bushcraft ein Hobby ist, das endlich ist. Ja? Dass du es irgendwann beherrschst und da alles gemacht hast und da nichts mehr dazu lernen kannst. Oder fast nicht. Zumindest nicht in Deutschland, weil du halt eben nicht direkt nach Kanada auswandern möchtest oder da 2 Jahre Urlaub machen und in einer Blockhütte leben oder sowas in die Richtung. Das gehen wir jetzt mal davon aus, dass das dann wieder etwas zu übertrieben ist und in den individuellen Lebensweg nicht so ganz reinpasst. Wer das natürlich trotzdem machen möchte und kann, ihr habt meinen Neid und Anerkennung. Aber gehen wir mal davon aus, wir kriegen das nicht hin. So, und jetzt muss man sich was einfallen lassen. Und jetzt kommen innerhalb der Gruppe derjenigen, die dann nicht mehr zufrieden sind, einfach nur jetzt Bushcrafter zu sein und kein mehr, höher, schneller, größer, weiter mehr brauchen. Da kommen jetzt noch eine Gruppe dazu, nämlich diejenigen, die versucht haben, mit Bushcraft Geld zu verdienen. Ja, und die stellen jetzt fest, dass die 437. Folge von Ich mache Bushcraft mit den genannten Dingen, die jeder, der Bushcraft zum Angucken interessant findet, jetzt schon 497 Mal gesehen hat oder 5000 irgendwas Mal, gibt es inzwischen genug von im Internet. Also nicht, dass das schlimm wäre, aber es ist auch nicht so, dass Mangel daran herrschen würde. Ne? Und das heißt, man muss sich was einfallen lassen, um jetzt mit seinem ursprünglichen Bushcraft-Krempel, der von der Grundidee her das einfache Leben in der Natur sein soll, noch irgendwie was Neues bieten zu können. Aber wenn du immer dasselbe machst, dann wirst du ein paar Leute haben, die jetzt, also wir sprechen jetzt hier gerade von Influencern, ne? YouTubern, TikTokern, Instagrammern und was es da noch für ein Gekreuch gibt. Ja, also mich zum Beispiel. Und da haben wir eben dann halt das Problem, dass es uns die Ideen ausgehen bzw. der Content ausgeht, weil man Bushcraft nicht beliebig viel betreiben kann, weil man dann wirklich irgendwann alles gezeigt hat. Und davon abgesehen haben es 37 andere vorher auch schon gezeigt. Und der Trend, und das ist so mein Gefühl, und da dürft ihr auch gerne anderer Meinung sein, wenn ihr dann anderer Meinung seid, geht dahin, dass dann entweder das Auto ausgebaut wird und man betreibt jetzt Vanlife Bushcraft, was Quatsch ist, weil das eine Luxurisierung des ursprünglich einfachen Lebens ist. Jetzt will ich nicht sagen, dass Vanlife Luxus wäre. Luxus ist daheim 4 Wände und möglichst viel Platz und so weiter und so fort. Das ist so die luxuriöseste Form von Wohnen, Leben, die wir heutzutage so kennen. Können wir uns, glaube ich, hoffentlich darauf einigen, mal abgesehen davon, dass du noch im Hotel wohnen kannst und solchen Schwachsinn, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, und daher wäre Vanlife als erstens, du bist ständig mobil, zweitens, du hast musst nicht jedes Mal was weiß ich was aufbauen, du hast vergleichsweise viel Platz. Ja, das ist eng, aber es ist immer noch mehr Platz als unter dem Tarp, dass man jedes Mal wieder neu aufbauen muss. Du kannst mehr Zeug mit dir führen als nur das, was in deinen Rucksack passt. Und es ist definitiv komfortabler. Du kannst sogar eine Dusche in dem Ding haben, ein Klo. Du musst also nicht jedes Mal in den Wald, ne, wenn du in den Wald musst. Und auch nicht bei Scheißwetter unterm Tarp hervor und in den Wald, wenn du in den Wald musst. Und das ist schon deutlich komfortabler. Ja. Also da kann mir keiner was erzählen, dass Vanlife eine größere Entbehrung als klassisches Bushcraft ohne großen Luxus wäre. Ja. Gut, das ist die eine Variante, dass man einfach ein zusätzliches Outdoor-Hobby sich erschließt. Das hat jetzt aber mit Bushcraft eben nicht mehr viel zu tun. Und die Nähe zur Natur kann nur abnehmen, sofern du nicht beschließt, jetzt Survival-Fuzzi zu werden und nur noch Survival zu machen, und zwar immer nur nackig. Aber auch da, auch bei Survival
kannst du zwar unglaublich krass werden im Sinne von, du erträgst die widrigsten Bedingungen, aber die Dinge, die du da zeigen kannst, mal abgesehen davon, dass du dich dabei zeigst, wie du die widrigsten Bedingungen erträgst, sind auch endlich. Es gibt nicht unendlich viele Survival-Hacks, die kennt man dann irgendwann mal. Oder sie werden dann halt so kleinteilig, dass sie halt nicht mehr besonders interessant sind. Und ja, schwierig, ne? Schwierig. Oder Alternative zum Car-Camping oder zum Vanlifer zu werden, nachdem man Bushcrafter gewesen ist. Oder von mir aus auch noch weiterhin Bushcrafter auch ist. Aber der Trend geht selten zu weniger und häufig zu mehr. Und das nächste ist, dann ziehst du ins Tiny House. Tiny House sind winzig kleine Häuschen mit, keine Ahnung, 18 Quadratmetern Wohnfläche als Haus wohlgemerkt. Und einfach minimalistischer Lebensstil. Da ist auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Das ist ökologisch super toll und alles tipptopp, wirklich prima. Gar nichts dran auszusetzen. Außer, dass es halt gerade so ein Trend ist und wir nicht wissen, wie lange das anhalten wird. Und jemand, der beschließt, ins Tiny House zu ziehen, meistens das nicht tut, um eine praktische Altersresidenz zu haben, sondern eher mehr so in der Mitte des Lebens und dann später auch mal wieder zurück in ein Haus wahrscheinlich muss und so weiter und so weiter. Das ist alles noch nicht ganz schlüssig, das Konzept. Es gibt auch wenig Möglichkeiten, ein Tiny House in Deutschland legal aufzustellen oder hinzustellen. Die sind häufig auch mobil, aber lassen wir das. Das ist die nächste Stufe des Weg vom simplen Lebens sozusagen, weil einem das simple Leben, hat man jetzt gemacht, ne, ist jetzt abgeschlossen sozusagen. Ja? Oder eben Carcamping, Tiny House, krasser Survival-Dude werden. Wie gesagt, das ist, da habe ich auch großen Respekt vor. Aber auch, wie gesagt, auch das ist endlich so. Und oder man baut sich jetzt ein ganzes Bushcraft-Camp. Das heißt, man nutzt jetzt die Erfahrungen im Bauen, die man in seiner kleinen, ich baue mir einen Stuhl, ich baue mir ein Bett-Karriere gesammelt hat, damit es noch legal bleibt. Wie gesagt, natürlich hat jeder von uns auch mal eine Hütte gebaut, aber sobald das eine Hütte ist, die den Anspruch quasi eines Zeltes für sich erhebt, ist es schon wieder nicht mehr legal, darum erwähne ich das mit dem Hütte bauen jetzt gar nicht so sehr. So, und jetzt wollen wir aber doch Hütte bauen, weil es nichts anderes mehr gibt, was wir bauen können und wollen größer, stärker, krasser, besser bauen, um dann letzten Endes mit einfachen Methoden uns doch wieder Luxus zu erschaffen. Das heißt, weg vom einfachen Übernachten unter der Plane hin zum Übernachten im Blockhaus von mir aus. Und das meine ich jetzt gar nicht böse und das ist auch keine Anspielung auf diejenigen, die legal Blockhäuser bauen und das als Bushcraft-Projekt anpreisen, was es ja letzten Endes ist. Es ist quasi kanadische Form von Bushcraft, wo jeder sich ein Blockhaus baut, weil man es da einfach kann, auf Deutschland übertragen. Und das kannst du machen, wenn du groß genug bist und zum Beispiel ein Grundstück hast, auf dem du ein Blockhaus bauen kannst. Ja, das ist halt immer die große Voraussetzung in Deutschland, die juristischen Hürden des Ganzen. Ne? Aber ja, das sind jetzt, in diese Richtung geht es dann irgendwie. So, und was mir jetzt Angst macht, was macht der Vanlifer, der Blockhausbauer, der krasseste Survival-Dude, der nackig durch die Arktis springt, wenn er das alles gemacht hat? Was kommt dann? Wo geht's dann weiter? Macht man dann wieder ganz normales Bushcraft? Oder muss man sich dann noch was Krasseres einfallen lassen? Und wenn wir uns jetzt so ein paar Beispiele aus der Influencer-Welt angucken wollen, da geht es tendenziell immer mehr Richtung noch krasser. Von klein angefangen, von sehr klein, jeder hat sehr klein angefangen, bis hin zu inzwischen Produktionen, die dann an ja, einen der reichsten Konzerne der Welt verkauft werden, nämlich Amazon, wo es um 7 bis 14 Nasen in der Wildnis geht. Ja, ihr wisst, was ich meine, brauchen wir gar nicht weiter ausführen. Das ist auch legitim und alles okay und so weiter und so fort. Ja? Und es gibt da wenig ethisch-moralisches dran auszusetzen. Was mir nur eben wirklich Sorgen macht, ist, wo führt das hin? Ja? Dann ist irgendwann dieser Independent-Charakter vom kleinen Social Media, wo irgendeine kleine unabhängige Person ihr eigenes Ding durchzieht und dass sich ein paar Leute angucken,
halt dann auch das genau gleiche wie letzten Endes ein Kinofilm für, keine Ahnung, 300 Millionen Dollar und oder noch besser 500 Millionen Dollar und was weiß ich, was das alles heutzutage kostet, der quasi ein ganzes Land während der Dreharbeiten an Personal benötigt und ernähren kann mit dem Gewinn, der dann bei dem Projekt bisher zumindest so rumkam. Jetzt hat es ja schon länger keine gigantischen Giganto-Blockbuster mehr gegeben und vielleicht geht der Trend auch eher wieder in die Gegenrichtung. Aber gucken wir mal. Ne? Und ja, das ist halt so ein bisschen meine persönliche Befürchtung, dass dieses, wir brauchen immer was Neues, immer was Neues, immer was Neues und noch simpler geht nicht. Irgendwann hockst du nackig unterm Stein und das ist dann nicht mehr interessant. Schwierig, schwierig, ja. Ja, und dann könnte es passieren, das ist so meine schlimmste Befürchtung, dass sich der Trend völlig umkehrt und das höhere in den letzten Jahrzehnten wirklich gestiegen. Das kann man nachweisen, das ist absolut so. Bessere Naturbewusstsein und der Wunsch nach Natur und das Empfinden, dass Natur was Gutes ist, was in den letzten Jahrzehnten wieder zugenommen hat, nachdem es abgenommen hat, im letzten Jahrhundert, muss man fast schon sagen. Das kann sich auch wieder umkehren. Das ist halt eben so ein bisschen das Thema und davor habe ich Angst. So. Und das war's an der Stelle. Ja, so meine Gedanken zum Thema. Eure Gedanken zum Thema bitte gerne in die Kommentare, falls ihr da was habt, was ihr loswerden möchtet. Das würde mich brennend interessieren, ob ich da mit dieser Befürchtung alleine bin. Ich habe mal so ein ähnliches Video schon mal gemacht, zugegebenermaßen. Aber das war aus einer anderen Perspektive und nicht so sehr aus der Endlichkeit dieser Bushcraft-Debatte und dem heraus. Also ich hoffe, das ist in Ordnung und Überschneidungen halten sich in Grenzen und ihr habt mein Höher weiter, schneller weiter Video nicht gerade gestern erst gesehen. In dem Fall hat sich es vielleicht dann doch ein kleines bisschen überschnitten. Dann bitte ich um Entschuldigung und guckt euch was anderes an, was sich damit nicht überschneidet. Macht's gut. Ja, bin wirklich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und versuche, so gut es geht, in den Kommentaren mit zu diskutieren. Tschüss.